und alles nur über mich. Die würde gefüllt werden. Im Schritt 5 würde dann die Gleichstellung zwischen Aserbaidschan bzw. die Vereinnahmung von 1001 nach durch Aserbaidschan. Im Schritt 5 würde dann die Gleichstellung zwischen Aserbaidschan bzw. die Vereinnahmung von 1001 Nacht durch Aserbaidschan geschehen. Aserbaidschan wäre dann 1001 Nacht, ganz nach der Negativform, die aus 1001 Nacht entstanden ist und in mir personifiziert wurde zum Beispiel. Gut, das wäre erstmal das Grobe. In dem Kurs, den ich für 15 Euro die Stunde anbieten möchte, würde es etwas detaillierter sein und wie gesagt mit einer Erfolgsgarantie. Die 5 Schritte, ich nenne sie auch die 5 Zeichen, man kann sie aber auch so benennen oder auch so. Oder auch so. 1, 2, 3, 4, 5. Beides steht für die Zahl 5. 5, 5 oder 5. Dies ist ein Beweis dafür, dass die 5 Schritte unabhängig von den Medien sind. Weil ich Ihnen jetzt gezeigt habe, weil ich Ihnen jetzt 3 verschiedene Medien genannt habe, in denen die 5 ausgedruckt werden kann. Und damit kann das in jede Lebenssituation erreicht werden. Hier ist übrigens auch eine Möglichkeit, die Zahl 5 darzustellen, neben der. Und aber in der detaillierten machen wir das so. Aber so geht es auch. Und jetzt die berechtigte Frage, wozu das alles? Die Frage, wozu das alles? Die Viralkunst soll eine Technik, ein erlernbares Handwerk sein. Dieses Handwerk soll vor allem die Gesellschaftsschichten durchlässig machen und jedem, der dieses Handwerk beherrscht, es möglich machen, in eine geschlossene Gesellschaft einzudringen, in die er ansonsten nicht ohne weiteres eindringen könnte und diese auch als Fremder gleichwertig zu verändern. Eine antike Technik, die das möglich macht, ist zum Beispiel die Rhetorik. Die Menschen gehen davon aus, dass Vernunft eine allgemeingültige Konstante ist, die man anhand der Argumente der Rhetorik überprüfen kann. Ähnlich übrigens, wie sie davon ausgehen, dass Wahrheit bzw. die Realität allgemeingültig und konstant ist. Ich würde dem widersprechen. Ich würde behaupten, dass die Realität und die Wahrheit eine Form ist, die nachweisbar besonders viele Negativformen besitzt, aus denen sie gegossen wurde. Demnach ist die Positivform, ist nicht die Positivform, sondern die Negativform entscheidend. Und da die Negativform jenseits von Sichtbarem und Realem existiert, kommt es darauf nicht an. Und es gibt es
Kommt es nicht darauf an, ob es das gibt? Deswegen kommt es nicht darauf an, ob es das gibt oder nicht. Das ist, und da die Negativform jenseits von Sichtbarem und Realem existiert, kommt es darauf nicht an. Und es gibt es das. Deshalb gehe ich davon aus, dass Ideen, die ich hier Negativform nennen will, die wichtigsten Ressourcen unserer Zeit sind. Ich gehe davon aus, dass es die Negativformen sind, die vor allem dazu missbraucht werden, Menschen entweder zu erhöhen oder zu erniedrigen. Ich gehe davon aus, dass diese Ideen nicht konstant sind, dass sie einen Kern haben und dass man diesen Kern knacken, also verändern kann. Allerdings nicht, indem man die Form, sondern indem man die Negativform angreift. Der beste und der einzige erfolgreiche Angriff, wie auf dieser Tabelle dargestellt, beginnt mit Ignorieren. Treten Sie in den Reifen eines neuen Maybach Mercedes, als würde es ein alter Fahrradreifen sein. Dies ist eine Voraussetzung. Wenn Sie das nicht können, bleiben Sie für immer da, wo Sie jetzt sind. Wenn Sie das nicht können, aber lernen wollen, nehmen Sie an einem Kurs von mir teil. Wir werden in der ersten Lektion einen Maybach verbrennen. Wie gesagt, die Stunde kostet 15 Euro und es sind noch einige Plätze frei. Noch schwerer als einen Maybach zu ignorieren, ist es, die Architektur zu ignorieren. Die Architektur ist eine der mächtigsten Demonstrationen von der Macht als Idee. Machtorgane sitzen in entsprechenden Gebäuden, deren vornehmlicher Zweck es ist, ihnen zu zeigen, wie klein sie sind. Glauben Sie daran, dass das Werkzeug hat das Werkzeug seine Aufgabe erfüllt und Sie haben schon noch vor der Austragung eines Konfliktes verloren. Dieses Werkzeug nennt man Prestige. Kann durch prestigeträchtige Werkzeuge aufrechterhalten werden und kämpft im Namen des Prestigeträgers für seine Interessen, ohne dass er auch nur einen Gedanken darum zu verlieren oder einen Finger zu krümmen braucht. Prestige ist somit der größte Feind des Durchschnittsmenschen. Seine Kraft liegt dabei nicht in dem Prestigeobjekt selbst, sondern in demjenigen, der dieses Prestigeobjekt als solches zu erkennen glaubt. In der Negativform, in uns selbst also. In der Negativform, in uns selbst. Also, es wird durch die Blicke von Hunderttausenden, Millionen verstärkt, wie es übrigens in der Tabelle als Produkt der Stufe 5 dargestellt wird. Prestige kann hierbei alles verändern, selbst die Wahrheit zum Beispiel auch. Sie wird in Abhängigkeit davon verändert, ob sie von einem Polizisten oder einem Totschläger vorgetragen wird. Die Not dagegen zum Beispiel abhängig davon, ob sie von einem Millionär oder einem Bettler vorgetragen wird. Mein Ziel wäre, ein Handwerk hieraus zu machen, mit Hilfe dessen jeder innerhalb der bestehenden gesellschaftlichen Architektur von jedem Punkt zu jedem anderen gelangen kann und überall und unabhängig davon, wem er gegenübersteht, den gleichen Wert hat. Ich möchte Sie abschließend auf drei Sachen aufmerksam machen.
Erstens, demnächst folgt ein kurzer Vortrag über die Negativform. Demnächst folgt ein kurzer Vortrag über, wie die Negativformen die Welt bestimmen und wie sich alles in allem projiziert und nichts. Außerdem erscheint Ende des Jahres ein Buch zum gleichen Thema. Wenn Sie auf dem neuesten Stand sein wollen, folgen Sie mir bitte im Internet. Und last but not least, hier eine Liste, in die sich alle eintragen wollen, die an einem Kurs bei mir teilnehmen wollen und die in den besagten 5 Schritten ein Ziel erreichen wollen. Wie gesagt, ein Komplettkurs, 10 Stunden à 15 Euro, bei Interesse einfach hier da eintragen. Jo. Fertig.